Hey Leute, willkommen zu einer Folge von Rocket League. Heute im Video werden wir mal ein bisschen 1 gegen 1 spielen. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Da sind wir gerade Diamond 1, Liga 1. Machen wir aber nicht mit irgendeinem Auto, das machen wir mit dem Dingo. Denn der Dingo ist aktuell im Shop und ich habe ihn ja schon mehrmals vorgestellt. Ist meiner Meinung nach ein unterschätztes Auto und werde ich heute dann nochmal benutzen. Nicht in Lila, weil wir haben den tatsächlich in Titanweiß. Finde ich ein bisschen besser als Lila. Die Reifen hingegen passen nicht so richtig zum Skin, ne? Ich habe den Skin komplett vergessen, der ist aber ganz geil eigentlich. Was wir uns aber holen, ist der neue Boost, Sonnenstrahl, weil der ist ja schon ganz cool. Sieht nice aus, gönnen wir uns. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten 1 gegen 1 nicht mehr gespielt, das heißt, es wird sehr gut ausgehen. Ich habe den Ding auch lange nicht mehr gespielt, das heißt, es wird sehr gut ausgehen. Okay, erstmal natürlich Kickoff gefloppt, Landung gefloppt. Der Grund, warum aktuell übrigens keine 2 Videos am Tag kommen, liegt daran, dass ich... Mag ich den Dingo nicht mehr? Was ist geschehen? Liegt übrigens daran, dass ich so ein bisschen Probleme habe, Ideen zu finden für Rocket League. Ich finde, die Season ist sehr stark gestartet. Was? Ich finde, die Season ist sehr stark gestartet, aber jetzt inzwischen hat die echt ein bisschen nachgelassen. Es gibt irgendwie kaum richtigen Content, wo ich sage, oh geil, das ist cool. Ist ein bisschen ärgerlich, ich würde mir sehr gerne Content wünschen. Aber wenn ihr eine Challenge-Idee habt oder sowas, könntet ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. 30 Sekunden, ich lieg 5-0 hinten gegen Gegner, der noch nichts gemacht hat. Stolz, Junge. Ja, worauf? Worauf bist du stolz? Ich klatsche ihn trotzdem. Ich klatsche ihn trotzdem. Das wird das Comeback des Jahrtausends. Mach kein Air-Dribbling, dude. Aber wenn man 5-0 führt, kann man schon mal versuchen. Was macht er? Nichts. Okay. Leute, ich hab's gesagt. Comeback des Jahrtausends wird's. Er whifft. 3 Tore noch. Ah, wie ich das Spiel in den ersten 30 Sekunden weggeworfen habe. Als ob das so eine Riesenumstellung ist vom Octane zum Dingo. Das ist dieselbe Hitbox. Ich habe den Dingo auch viel gespielt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Hä? Nehme ich. 2 Tore noch. Was ist hier los? Was ist... Boom. 2 Tore noch. Der Gegner spielt ein bisschen, kann ich das sagen, wenn ich 6 kassiert habe? Der Gegner spielt zu aggressiv, der pusht zu viel bei manchen Bällen. Und das kann man im Grunde punishen, nur ich habe das Spiel in den ersten 30 Sekunden mir so schwer gemacht. Oh lol, er macht selbst ein Eigentor. Ein Tor noch. Come on. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Was habe ich da getan? Das war jetzt wirklich scheiße. Ein Tor noch. Come on, das kann doch nicht sein! Oh, Moment. Lol, wir haben es gedreht, wir sind dran. Zumindest haben wir es aufgeholt. Gedreht wäre, wenn wir natürlich jetzt führen würden. Oh, Alter. Come on, please. Bitte, bitte. Hat noch gerettet. So. Gut, 50-50. Wollen mich kaputt machen? Hat nicht geklappt. Hoch. Rein. Let's go! Das Kabel geht direkt raus. Da hat er zu viel Stolz gehabt. Alter, war ich unfähig in diesem Spiel. Okay, Ranz. Wisst ihr, ich brauche mal wieder einen Modus im Spiel, was wirklich mein Feuer entfacht. Was mich wirklich extrem motiviert. Und das gibt es aktuell nicht. Und das ist so schade. Vielleicht 3 gegen 3. Ich habe eine Idee für ein Format für 3 gegen 3. Das werde ich aber die Tage mal ankündigen. Ich mache mal kurz testweise 3 gegen 3 und guck, wie ich das fühle. Ich muss übrigens sagen, der Boost, den wir jetzt hier neu geholt haben, oh, der ist okay, aber der ist auch ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl. Hey, Nido, kann ich mit euch gleich spielen? Ich habe keine Freunde. Nee, er schreibt nee. Wir haben noch ein Champion. Sorry, 2 gegen 2 ist der Modus. Da habe ich immer Spaß. So, ich habe zwar vielleicht nicht immer das größte Feuer hier zu pushen, aber 2 gegen 2 macht mir immer Spaß. 1 gegen 1 macht mir manchmal Spaß. 3 gegen 3 macht mir auch manchmal Spaß, aber halt viel seltener. Und 2 gegen 2 ist halt immer geil.
Ich weiß, zum Zusehen ist es langweilig. Deswegen habe ich auch die Partie mit 1 gegen 1 begonnen, weil ich dachte, ah, du musst ein bisschen Variation zeigen. Aber 2 gegen 2 ist halt das Geilste. Es macht einfach so viel mehr Bock als die anderen Spielmodi. Auch wenn ich mich natürlich viel aufrege. Aber es hat ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor für mich. Wie bin ich bereit? Wofür? Nee, bist du nicht. Du bist nicht bereit. Und sowas gibt's im 3 gegen 3 irgendwie nicht. Oh, come on. Wenn mein Teammate übrigens smart gewesen wäre, dann wäre mein Teammate auf den Bump gegangen vorhin, weil wir hatten eine 2 gegen 1 Situation. Was macht mein Teammate? Er fährt nach hinten. Also, nicht, dass er es machen muss. Ich sag nur, dass es halt sehr cool gewesen wäre, wenn er es gemacht hätte. Da 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 da. Ob es die Art und Weise ist, wie man passt hier in den Modus, ich weiß es nicht. Aber irgendwas hieran fühlt sich einfach immer richtig an. Komm, wir machen noch eins. Ich weiß nicht, wie nah wir sind, wieder Champion 2 zu werden. Wir machen noch eins. Mein Teammate spielt seit 2015. Das heißt, der müsste viel Ahnung von Rotation und Stellungsspiel haben, ne? 1-0. Ja, auch. Sollte auch ein Easy Win werden. Mein Problem bei 3 gegen 3 ist, die Defensive ist bei 3 gegen 3 in der Regel zu stark. Das heißt, bei 3 gegen 3 machst du mehr Tore dann, in denen du Gegner so ein bisschen ausbluten lässt, dass die weniger Boost haben und dass du dann halt zuschlagen kannst. Und ich weiß nicht, Gegner zu outplayen und einen wegzurammen, dann Tor zu machen, das ist hier irgendwie immer am nicesten. Ja, schade. Und wenn du einen Fehler machst, wird das natürlich auch meistens da mehr bestraft. Bei 3 gegen 3 ist immer noch ein Extramann, der dir... Wieso ist mein Team da? Hast du noch einen Extramann, der dir immer hilft? Der ist nicht reingegangen, gut, hey. Zack. Okay, haben wir beide gechoked. Ich sage übrigens auch nicht, dass irgendein Spielmodus unnötig ist. Die haben alle schon ihre Daseinsberechtigung. Aber am Ende des Tages, es geht ja nicht darum, der Allerbeste zu sein, sondern es geht nach Spaß. Und wenn mir nur 2 gegen 2 gerade Spaß macht, warum soll ich denn 1 gegen 1 spielen oder 3 gegen 3? Also ich weiß, es gibt Leute, die sind extrem in so einer Phase, wo die sagen, ja, ich muss trainieren, ich muss besser werden. Training, Training, Training. Ich spiele nicht aus Spaß, ich spiele, um besser zu werden. Gibt's auch, in der Phase bin ich auch manchmal klar. Aber jetzt gerade nicht so in der Phase, ich will einfach nur Spaß haben mit dem Spiel und ein Tor machen, ja? Und das reicht mir. Wann kommt die nächste Season? Weil sind wir schon durch mit dem Weltraumthema? Da kann doch safe noch was kommen, also die Season endet am 9. März. Wir können doch keinen erzählen, dass wir schon durch sind. Klar, der Battle Pass, der ist da, aber es können doch noch so Weltraumgegenstände reinkommen. Das kann doch noch nicht alles sein. Es gab ja nicht mal einen zwanglosen Modus, wo alles schwerelos war. Und das können die ganz leicht machen. Selbst ich kann das machen. Hier, benutze definiertes Spiel, privates Spiel, privates Spiel erstellen, Schwerkraft, niedrig. Zack, Weltraummodus. Warum machen die das nicht? Oder die könnten ja sogar ein Turnier machen. Die machen ein schwerelosen Turnier oder sowas. Aber da kommt nichts. Das Spannendste, was Fionis gemacht hat, ist Kisten rauszuhauen. Jetzt zu Weihnachten. Das war cool. Aber da ist immer noch so viel Potenzial. Es nervt mich so, dass dieses Spiel nie sein Potenzial ausschöpft. Nie! Die Season jetzt ist schon die beste Season, seit das Spiel kostenlos geworden ist. Und trotzdem hat das Spiel diese Season vielleicht 50% von denen ausgeschöpft, was man hätte machen können. Deswegen finde ich es so ein bisschen frustrierend, Fan von diesem Spiel zu sein, das Spiel zu spielen. Weil einfach immer, es kommt eine neue Season und denkst, oh krass, Cowboys, da können ja coole Sachen mitgemacht werden. Was wird gemacht? Nichts. Du siehst diesen komischen Steinball, denkst, oh krass, Story? Nö, nichts. Jetzt diese Season ist Story ins Spiel gekommen. Tatsächlich. Was passiert daraus? Nichts. Gar nichts. Wir haben nichts gekriegt in Sachen Story. Wir haben nichts gekriegt in Sachen irgendwas. Wir haben Battle Pass gekriegt, der so cool ist. Das muss man sagen, das war cool. Der Trailer war cool. Klar, die Kisten waren cool. Klar, die Map ist cool. Yep. Aber da geht noch mehr. Da geht halt noch so viel mehr. Sorry, dass ich so oft darüber meckere. Aber es ist einfach wirklich frustrierend. Dass ich ihn nicht gemacht habe, ist auch frustrierend. Tor war komplett leer. Ich weiß nicht. Wie ist denn eure Erwartung? Erhofft ihr euch noch irgendwas aus der Season? Oder sagt ihr auch, ja gut, es ist jetzt gegessen? Oh Gott, das war schlecht, Tobi. Das war... Jetzt eins ärgert mich ein bisschen.
Es gab ja auch, oder es gibt die leichte Hoffnung, dass halt irgendwas Großes passiert. Weil Rocket League hat ja, meine ich, ein paar Leute eingestellt, die vorher Modder waren und die Mods für das Spiel gemacht haben. Und vielleicht kommt ja Mod-Support für das Spiel, das wäre cool. Ein richtig schöner offizieller Mod-Support, das wird vieles leichter machen, das wäre eine feine Sache. Vielleicht kommt aber auch wirklich, oh lol. Vielleicht kommt aber auch wirklich Rocket League 2 raus. Lol. Mein Team hat mich da jetzt noch reingeschubst, dass ich ihn gehalten habe. Feuerball? Aber eher so ein Feuerbällchen. Oh nein, ich habe gepennt. Nein, 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 nein. Sein Held, sein Held, sein Held. Er ist ein Held, sehr gut. Oh Gott. Wie viel Paraden habe ich? Ich habe 5 Paraden gemacht in diesem Spiel. What the hell? Oh, der Pinch. Geht der rein? Oh, schade. Ich hätte ihn gern drin gesehen. Das wäre ein geiles Tor gewesen. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Come on. Sehr gut. Wie geht's euch diese Season? Seid ihr... Wir sind nicht aufgestiegen. Seid ihr zufrieden damit, wie die Season gelaufen ist? 6 Paraden haben wir gemacht. Holy. Der Boost? Ist der sein Geld wert? Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich finde den ein bisschen langweilig. Der sieht clean aus, klar. Aber der ist auch ein bisschen langweilig. Aber gut, Leute. Dingo. Ähnlich wie der Octane, kann man immer machen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.